figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Ja, und damit heute zu einem ganz geilen Take mit Ruffy und Fairy Tail, wie ihr es auch im Titel schon seht. Eine Hardcore-Reaction. Ich weiß nicht, ob ich es in zwei Teile splitte. Ich habe es mal ein bisschen anders aufgezogen. Einfach, damit ich nicht komplett im Bild bin, damit ihr das Gesamtbild habt, so, ne? Finde ich wichtig irgendwie. Bei solcher Reaction, wo man alles halt sehen möchte. Ja. Shoutouts gehen raus an Ruffy. Ich werde ihn natürlich verlinken. Guckt euch das Video an. Das Originale hat er verdient, Mann. Absolut Peak. Wir kennen alle Fairy Tail und wir sind auch von dem Ende alle nicht so begeistert. Gut. Ich jetzt ausgenommen, weil ich feiere es halt einfach. Egal wie viel Fanservice, genau, jetzt habe ich es, da in diesem Werk drin ist und wie viel Edginess und wie viel überhaupt allgemein, was nicht so geil ist. Ich meine, ein paar Gegner sterben halt einfach gefühlt durch Kraft der Freundschaft, aber okay. Das hat alles Ruffy alles sich durchgegönnt, hat sich die einzelnen Schnipsel rausgesucht und uns in 4,5 Stunden verpackt. Will der mich verarschen? Ja, das gibt auf jeden Fall einen Zweiteiler, weil ich werde sicher nicht 4,5 Stunden durchballern. Also, das ist ja komplett geisteskrank, aber okay. Würde ich doch einfach mal so sagen. Ich habe auch als Hintergrundbild irgendein Wallpaper genommen von Fairy Tail. Es ist zwar Wendy zu sehen, was mir jetzt eigentlich nicht so viel bockt, ehrlich gesagt. Kann ich hier nicht das hier nehmen? Das wäre auf jeden Fall auch noch so schnieke, bevor wir anfangen. Speichern. Ja, ich sollte vielleicht nicht auf ein anderes Bild klicken, weil sonst will ich das löschen. So, dann gehen wir hier kurz auf Bild. Durchsuchen. Ballern hier Ersa Scarlet rein. Also Ersa im Sinne von dass wir sie einfach im Bild haben. Weil es schon halt die brokenste neben Natsu. Na, no? Dann ist sie unter meinem Bild. Aha. Vielleicht soll ich sie noch weiter rüberschieben. Perfekt. Ja. Dann haben wir wenigstens einen coolen Charakter und nicht irgendwie Wendy. Also, ja, Wendy ist jetzt nicht scheiße, aber, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, starten wir in die Large-Episode. Die gesamte Fairy-Tale-Geschichte in einem Video. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe komplett den Verstand verloren. Wer ja. Noch ein Video in Spielfilmlänge, wenn man einfach mal 4 Stunden reingehen kann? Auf euch kommen jetzt zu über 300 Anime-Folgen, 525 Manga-Kapitel in 63 Manga-Bänden und damit einer meiner längsten Versprechen auf diesem YouTube-Channel hier. Deswegen, Freunde, nehmt bitte den Fairy-Tale-Finger in die Hand und lasst ihn bitte auf den Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch noch cool, weil ihr wisst, so Gilde beitreten und so. Und damit gehen wir rein. Oh ja. Zusammenfassung, die Nutzerunterhaltung dient und die Originalserie Fairy Tail nicht ersetzen soll. Fairy Tail gehört Kodansha, A1 Pictures, Studio Bridge und Hiro Mashima. Bitte unterstützt den offiziellen Release. Richtig geil. Ich habe auch 2 Tage gewartet. Fairy Tail beginnt hier mit unserer Hauptperson Natsu und seinem Pikachu Happy. Wobei, technisch gesehen... bevor wir hier weitermachen,
Ich habe hier extra 2 Tage auf Ding gewartet, aufs Hochladen, weil, naja, ich will ihm die Klicks gönnen, die Watchtime. Klar, ich bin kein großer YouTuber oder so. Bei mir wird praktisch nichts an Aufrufen generiert. Dazu auch noch angemerkt, dass alles kostenlos ist bei mir momentan auch noch, weil ich es nicht also ne, monetarisiere und so weiter. Von daher, yo. Aber auf jeden Fall, ja, appreciated das bei Ruffy. Auf jeden Fall der wohl beste in Sachen, ja, in Minuten. Ich feiere ihn einfach. Ist ja Lucy, der Hauptcharakter der Serie. Und naja, weil sie auch zwei extrem schlagfertige Argumente hat, geht der Punkt auch an sie. Sie möchte sich auch hier unbedingt der berühmten Magiergilde Fairy Tail anschließen. Ja, in dieser Welt gibt es halt krasse Gilden, genauso wie ich damals meine in Nostell hatte und eben Magier, die Magie-Shit machen. Jedenfalls fällt Lucy hier auf ein Fake-Mitglied rein, was ihr legit K.O.-Tropfen geben möchte, um sie zu knacken. Glücklicherweise kommt Natsu hier dazu und macht die ganze Truppe hier komplett kalt mit seinen heißen Flammen. Der Bruder kontert hier zwar mit seinen eigenen, aber Natsu frisst diese einfach weg. Das Bringt nicht so Ganze viel, ne? boostet ihn sogar, weswegen er so alle easy wegfegen kann. Lucy nimmt er dabei auch mit, als wäre er Super Mario am Ende von jedem Mario-Spiel. Außer eben in Odyssey, wo Peach einfach mal beide gekorbt hat. Ist aber nicht so tragisch, weil mit dem neuen Power-Up brauchen sie Peach ja nicht mehr. Wie dem auch sei, den ganzen Haufen hier Aua. vorzustellen wäre, naja, viel zu anstrengend. Wir kommen also nach und nach zu den ganzen Homies. Erstmal ist hier eigentlich nur wichtig zu wissen, dass dieser kleine legendäre Anime-Opa Makarov heißt und ihr Anführer ist. Lucy wird hier also Mitglied und bekommt so auch Natsus Flashback gedroppt. Dieser wurde nämlich von einem Drachen aufgezogen, der ihm eben seine Dragon Slayer Magie beibrachte. Oh, was für eine besondere Magie! Die tritt bestimmt kein zweites Mal auf. Komischerweise ist der Drache aber dann irgendwann verschwunden. So wie jeder Vater von Battle MCs. Natsus Ziel ist es demnach auch, Ignil wieder aufzuspüren. Was Lucy angeht, sie ist so etwas wie eine Pokémon-Trainerin. Sie sammelt magische Schlüssel, mit denen sie mächtige Monster herbeirufen kann. Wie zum Beispiel, was auch immer dieses Ding hier darstellen soll. Gut, da sie nun auch Gilmitglied ist, muss sie natürlich ordentlich malochen. Also geht es. Das Ding da, ne? Dieses Schneeding, das sehe ich immer Klein Olaf von, weil ich das mit meinen Kindern geguckt habe, die Eiskönigin, ne? Also, das ist schon geil. Auf eine geile Sidequest. Dabei soll sie irgendwie einen Schmuddelmanga namens Kaisjutsu Enju finden. Da der Vater des Auftraggebers diesen geschrieben hat und das natürlich für den Sohn ziemlich peinlich ist. Also will er den Manga schnell aus dem Verkehr ziehen. Bei diesem ganzen Auftrag bekommt Lucy als Maid dann nochmal ordentliche Konkurrenz. Aber weil Natsu, wie sein Homie Naruto, auch fette Ninjutsus auf Lager hat, können sie den Manga ziemlich easy finden. Nur wollen die Gegner diesen nicht kampflos hergeben. Da wir aber am Anfang von diesem Video hier sind, werde ich ganz sicher nicht die ganzen 0815 Gegner hier vorstellen. Jedenfalls checkt Lucy hier, dass es sich nicht um einen normalen Manga handelt. Sie möchte ihm demnach nicht zerstören. Natsu kämpft sich hier währenddessen weiter durch, aber das ist nicht weiter schlimm, weil seine Flammen werden auf ihn zurückgeschleudert und, naja, haben absolut keine Wirkung. Also können die Heinis easy one-hitten. Lucy schlüsselt derweil das Buch und beschwört ihren Friseur, damit dieser die Seiten ihrer Gegner auf dessen Ehre schneiden kann. Der Plot von dieser Sidequest ist hier auch, dass der Vater des Auftraggebers diesen dreckigen Edgy-Manga geschrieben hat, weil der reiche Schnösel, den Natsu hier geklatscht hat, ihn dazu gezwungen hat. Doch in Wahrheit liegt ein Zauber auf dem Manga. Er heißt nämlich nicht Kaisjutsu Enju, sondern Jujutsu Kaisen. Dieses Meisterwerk hat der Vater seinem Sohn nämlich hinterlassen, damit dieser es Jahre später Millionen mal verkaufen kann und ordentlich Money makes. Und apropos Money making. Also Freunde, wie ich vor ein paar Wochen gut in einem Stream announcen durfte. Wieso Schleichwerbung? Ich hab doch Dings Maker aus. Ich hab doch hier. Guck mal hier. Ja, müssen kurz Werbung gönnen. Aber seine Stellt euch einfach Ingame-Werbung. mal vor, ihr könnt eure eigenen Ideen zum Game machen. Hey, habt ihr das gerade gesehen? Glück in der Gilde scheißen sich dann auch mal alle ein, weil einer ihrer krassesten Magier zurück in der Stadt ist, nämlich Erza Scarlet.
Nicht nur lässt sie hier sogar Grey und Natsu zu Schoßhündchen werden, nein, sie ist auch eine rothaarige Anime-Waifu und das heißt, dass sie eben rent-free in den Köpfen von jedem Weeb leben darf. Ach ja, und übrigens, das hier ist Grey. Den habe ich ja eben nicht vorgestellt. Er ist der Charakter in den Battle-Shonen mit Eisfähigkeiten und er lebt rent-free in den Köpfen von allen Weeb-Girls. Ja. Weil sein Hobby sich eben darum dreht, sich immer wieder auszuziehen. Auf jeden Fall will Erza mit Natsu und Grey hier ein Team 7 bilden. Da sie aber noch eine Sakura brauchen, kommt Lucy auch mit. Und damit kommen wir mal... Hold on, Bro. Du kannst eine Lucy nicht mit Sakura vergleichen. Die ist ja komplett lost, Sakura. In den meisten Fällen meinte sie immer, sie sei stärker als, ja? Oder gleich auf mit Naruto und Sasuke, aber... War selbst im Final Battle nicht, also die wurde direkt geone-shottet, also ich weiß ja nicht. Und Lucy ist halt eine Stellarmagierin, die hat offiziell keine Feats für sich, sie kann nur ihre Helferlein beschwören und das macht sie schon so viel besser als Sakura, weil sie kann ihre Magie auch von Weitem casten und ihre Helferlein machen alles von Weitem. Also, ne, sie ist im Schutz, ne, weiter weg und klar kämpft sie teilweise später dann auch, aber, sag ich jetzt mal, in einer Naruto-Welt, was will eine Lucy machen? Also, da müsste sie sich komplett auf Stellargeistmagie verlassen, weil ein Kunai und die ist dead. Also, sag ich euch, wie es ist. Also, kannst du dir nicht ausdenken. Aber bei Stellar-Magie, ich meine, Leo oder so, der würde definitiv 90% der Naruto-Classic einfach nur one-shotten. Also, ja, nur mal so. Also, Natsus Hardcounter. Und ja, kommt schon, jeder hat einen Hardcounter. Mein Hardcounter ist zum Beispiel, wenn man Gegner in Yu-Gi-Oh! Eine absolut ehrenlose Handtrap pullt. Und für Natsu sind es eben Fortbewegungsmittel. Dabei wird ihn halt immer schlecht. Technisch gesehen heißt das, dass Lucy stärker als Natsu ist. Wenn sie ihn nämlich reiten würde, könnte er sich ja nicht mehr wehren. Und verdammt, wie bin ich gerade von einer simplen Zugfahrt auf einen gottlosen Witz gekommen. Erza will hier aber ein geiler dir fassen, weil dir eine Flöte namens Lullaby besitzt, der jeden sofort tötet, der die Melodie hört. Also genauso wie wenn Conan ans Mic geht. Nimm mich in deine Arme, return to love. Wegen dieser dunklen Flöte wollen sie hier auch die dunkle Gilde Eisenwald infiltrieren. Mm. Sie vergessen dann aber leider Natsu im Zug und der trifft dann auf einen der Heinis der dunklen Gilde. Wegen seiner Schwachstelle ist er dem Typen hier auch schutzlos ausgeliefert. Zum Glück hält dann aber der Zug auf, damit es eben böse Shen auf Revenge Counter angelehnt gibt. Gleich danach kommt auch sein Squad dazu, um ihn wieder einzusammeln. Sie finden dann zwar die dunkle Gilde auf, doch der Main Man haut hier ab und möchte die ganze Stadt mit der Flöte umlegen. Demnach schickt Erza die beiden Pappnasen hinterher und nimmt es mit den anderen Dullis auf. Mit ihrer Rüstungsmagie kann sie die eine Hälfte, naja, durch Nasenbluten erledigen und die andere mit ihren Schwertern. Obwohl sie hier aber ihre Kämpfe gewinnen, werden sie es nicht rechtzeitig schaffen, den einen Dude aufzuhalten. Zum Glück hat Happy aber einen Schlüssel von der Mission davor aufgegabelt und gibt diesen Lucy. Denn das Maid-Mädel war eigentlich ein Stellargeist. Und irgendwie hat sie auch eine strikte Diät durchgezogen. Auf jeden Fall hat Lucy hier ein neues Pokémon und setzt sofort die Attacke Schaufel ein, damit sich Natsu wieder kloppen kann. Sein Gegner Erik Wirbelsturm hat es hier aber ordentlich in sich. Außerdem ist er mit seinem Wind der nächste Hardcounter für eben Natsus Feuer. Also geht er down. Doch seine Emotionen verwandeln sich hier in seine Flammen und so wird er zu einem Super Saiyajin. Er kombiniert zwei klassische Anime-Moves. Er haut nämlich eine Kopfnuss in die Magengrube raus. Natsu hat hier zwar gewonnen, aber der eine Typ klaut hier die Flöte und will damit die ganzen Master der anderen Gilden umbringen, da ja ihre Gilde verboten wurde und er mad ist. Deswegen schiebt er sich hier auch übelst heftige, zaudige Dudelsack-Vibes. Makarov kann ihn hier aber Talk no Jutsu. Leider spawnt aus der Flöte dann trotzdem ein Riesenviech. Das aber eigentlich nur, damit jeder nochmal flexen darf.
denn unser Squad besiegt das Ding hier innerhalb von 5 Minuten und Lucy sieht dabei süß aus. Damit wäre also der erste richtige Arc geschafft. Und ja, ich habe das eine Ding ausgelassen mit Markau, aber das war verdammt nochmal langweilig. Also, der Typ hier existiert. Aber auf den, wir kommen hier zu einer der Top-Magier von Fairy Tail, nämlich Mystogan. Er kommt hier, aber eigentlich nur rein, flex mit seinem Drip, snackt sich einen Auftrag und zieht weiter. Außerdem wird hier ein weiteres Powerhouse revealed, nämlich Makarovs Enkel, Luxus. Die beiden und Ersa gehören dabei alle zur Klasse S der Magier. Weil Natsu auch zur S-Klasse gehören möchte, hat er hier auch einen Auftrag der S-Klasse geklaut. Zu Makarovs Enkel, also Luxus und Konsorten. Also Mystogan ist wirklich geil. Also später kommt auch noch ein geiler Plot, was man so nicht erwartet hätte, ne? Für die, die es kennen, absolut geisteskrank. Ich sag mal, Luxus ist ein kompletter Penner bis zu einem gewissen Point. Dann ist er ein Teammitglied, kann man sagen. Dann ist er accepted. Vorher war ich froh, wenn Natsu ihm die Fresse verprügelt hat. Also legit. Und Ersa ist sowieso einfach nur eine Bombe. Also nicht nur aussehtechnisch, sondern halt, was die alles drauf hat. Ist vielleicht teilweise aus dem Arsch gezogen, aber ja, auf jeden Fall richtig geil. Und macht sich auf. Die Gilde bekommt das Ganze aber spitz und schickt Gray hinterher, um ihn aufzuhalten. Natsu juckt das Ganze nicht und kickt ihn dann in Richtung Abenteuer. Sie müssen hier nämlich das Volk von einem Fluch befreien, der von irgendwelchen Zauberern gecastet wurde. Denn sobald der Mond anfängt zu scheinen, verwandeln sich dann immer alle Menschen in Digimons. Ihr Auftrag ist also hier, den Mond zu sprengen. Leider haben sie da aber nicht solche Eier wie Piccolo und suchen deshalb nach einer anderen Lösung. Sie gehen dem Ganzen also auf den Grund und finden dabei sogar ein noch größeres Monster. Außerdem sind hier noch zwei andere Hampelmänner mit ihrer Waifu unterwegs. Und die sorgen auch dafür, dass unser Squad hier gejagt wird. Natsu will das Ganze dann zwar mit Feuer lösen, aber Gray dreht dabei komplett durch. Er erkennt nämlich hier das Monster im Eisblock wieder. Seine Lehrmeisterin hat nämlich damals ihr Leben gegeben, um das Monster Deliora zu versiegeln. Das Verwandeln der Menschen in Digimons hat auch hier mit diesem Ding zu tun. Weil Natsu aber keinen Bock mehr auf diesen Mini-Arc hat, schreit er drauf los und beginnt das Gefetze. Gray trifft daraufhin auch auf den Anführer der anderen Gilde, der hier ebenfalls Eismagie benutzt. Anscheinend kennt Gray den Typen sogar. Er heißt nämlich Leon und setzt hier Natsu fest. Also revanchiert sich Gray für den Kick und krallt sich hier den Mainfight. Und dieser hat es ganz schön in sich, weil Leon ebenfalls ein Schüler von Grays Meisterin Ull ist. Er scheint hier auch echt sauer zu sein, weil Gray wohl für den Tod von Ull verantwortlich ist. Sie kämpfen hier zwar beide mit Eis, doch Leon hat eindeutig die Oberhand. Er ist damals auch so durchgedreht, als Ull gestorben ist, weil er von da an nicht mehr beweisen konnte, dass er stärker als sie ist. Demnach will er nun das Dämonenviech besiegen, für das sich Ull geopfert hat, um ihm zu beweisen, dass er der Stärkere ist. Gray wird hier also komplett fertig gemacht und Natsu hat damit seinen coolen Auftritt, weil er, naja, immer noch ein Eistruppen ist. Er bringt also Gray zurück zur Truppe und das Eis von ihm verpufft dann auch mal. Er nimmt es dann zwar mit den Handlangern auf, doch buschige Augenbraue scheint es auch buschige zu haben. Mit seiner Wellenmagie kontert er zwar jegliche Magie, aber das juckt Natsu nicht wirklich. Er beißt sich dann halt einfach ohne Magie durch und haut den Typen dann zu Brei. Der andere ist dann auch keine Gefahr, weil er sich aus Versehen mit seinen Betäubungsnägeln anfasst und so, naja, sich selber ausschaltet. Lucy hingegen bestreitet hier den Waifu-Fight und setzt ihr Shigi Aquarius ein, um zu gewinnen. Sie wird dann zwar selbst getroffen, aber zu ihrem Glück wird sie von Titania gecarried. Dass sie aber nun hier ist, ist eigentlich nicht so gut, da sie eben unsere Leute vom Auftrag zurückpfeifen soll. Gray interessiert das Ganze aber mal wirklich gar nicht. Er hat sich nämlich dazu entschieden, die Sache mit Deliora hier ein für alle Mal zu beenden, was hier auch seinen Flashback auslöst. Gray wurde nämlich damals von Ull und Leon gefunden, nachdem Deliora seine Eltern umgebracht hat. Die beiden Jungs lernten daraufhin von Ull Eismagie und, naja, Fanservice-Kräfte. Sie brachte Gray nämlich die Son Goku-Lektion bei. Desto weniger Klamotten, desto stärker wird man. Doch nach dieser kurzen Family-Time tauchte dann Deliora wieder auf und Gray wollte sich dabei rächen.
Natürlich ging das Ganze nach hinten los und Ul musste ihn dabei retten. Doch weil selbst sie übelst gegen diesen Dämon struggelt, drehte der kleine Leon durch und wollte beweisen, dass er der Allerstärkste ist. Dafür nutzte er auch eine verbotene Magie. Weil diese sein Leben kosten würde, hat Ul ihn natürlich aufgehalten. Und dann selbst das sogenannte Ice Shell eingesetzt, was die komplette Magie des Nutzers aufbraucht, um den Gegner in einen ewigen Eissarg zu sperren. Und ich glaube, das heißt, also hieß sogar im Anime Ice Shell. Also nicht Shell wie Schale, sondern Shell. Ich weiß nicht, ob das ein Aussprachefehler ist, weil das ist ja wie eine Schale, ne? Eisschale. Ja, keine Ahnung. Aber ich fand irgendwie immer Ice Shell viel cooler als Ice Shell. Muss ich schon mal sagen. Und das ist eigentlich eine übelst traurige Backstory. Mal nicht irgendwie so, ja, Gray hat seine Eltern verloren und ist deswegen Magier geworden, sondern er war schon weise. Also ein Weise als Kind, ne, weil er seine Eltern verloren hat. Hat dann eine Lehrmeisterin bekommen, die sich aber dann opfern musste, um der Leora aufzuhalten. Ne? Und ja, das ist eigentlich schon richtig heftig. Bevor sie aber komplett abgetreten ist, sagte sie zu Gray, dass er Leon sagen soll, dass sie gestorben sei, damit dieser eben nicht sein ganzes Leben damit verschwendet, sie irgendwie wieder aufzutauen. Damit Leon eben nicht verzweifelt. Und deswegen denkt er auch heute, dass Gray allein an dem Tod von Ul schuld ist. So verlor Gray also ein weiteres Mal alles und Leon drehte daraufhin komplett durch. Ja, gleicher Synchronsprecher und so. Wieder zurück in der Gegenwart will Gray hier eine Revanche gegen seinen Homie. Er droht hier auch damit, das Eishell einzusetzen, um Leon zu besiegen. Doch bevor sich sein Körper komplett auflöst, hat Natsu noch ein Wörtchen mitzureden. Natsu verlässt ihn aber hier den Fight und kümmert sich um den anderen Dude. Gray droppt hier zwar dann, dass Ul noch am Leben ist, aber eben eingefroren. Überraschenderweise ist Leon das Ganze egal. Doch die ganzen Attacken von Leon lässt sich Gray hier nicht gefallen. Und Mann, dann macht unser Boy mal so richtig ernst und lässt Leon gar keine Luft mehr zum Atmen. Dieser ist auch so sehr von Ults Opfer traumatisiert worden, dass er um jeden Preis Deliora besiegen will, um zu beweisen, dass er stärker als Ul ist. Also geben die beiden sich hier anime-klassisch richtig auf die Fresse. Gray will hier aber unbedingt auf den richtigen Weg zurückführen. Und deswegen nuket er ihn komplett aus dem Leben. Doch der wahre Kampf geht erst danach los, weil Leons Handlanger hier nämlich Deliora wecken konnten. Leon möchte nun in die Fußstapfen seiner Meisterin treten und mit Eisschell Deliora versiegeln. Gray stoppt ihn dann aber und hat das gleiche vor. Und nachdem er eben angeteased hat, dass er diese Magie einsetzt, wird er hier sicherlich keinen Rückzieher machen. Naja, doch. Denn er muss hier gar nicht richtig durchziehen, da das Ding von selbst zerfällt. Ja, war wohl zu lange tiefgefroren und ist bereits tot. Aber hey, wenigstens können Gray und Leon dann wieder Freunde werden. Nachdem dieser das Risiko eingegangen ist, alle Dorfbewohner umzubringen, um seine egoistischen Ziele zu erreichen. Ja. Das Problem ist, ich sehe den Punkt sogar, weil Deliora war so, weil ich sag mal so, du kannst es als menschlicher Körper oder was auch immer, einfach als humanoider Körper, nicht so lange aushalten in so einem Eissarg gefühlt. Weil deswegen, es gibt ja jetzt schon die Kryostasis für Menschen, dass sie vielleicht in tausend von Jahren wieder entkryotisiert werden können, oder wie man das jetzt aussprechen will. Und warum machen sie das nicht? Ja, weil wenn sie das jetzt machen würden, würden alle Menschen sterben, die sich kryotisieren lassen haben, ne, in die Kryostase. Das ist absolut dumm in meiner Ansicht, weil sie haben eigentlich ihr Leben weggeworfen. Gut für Leute mit unheilbaren Krankheiten, die das Geld hatten und sich das leisten konnten, verstehe ich. Hätte ich dann auch gemacht, weil was willst du mit dem Leben, dass vielleicht zum Beispiel mein bester Kindheitsfreund war auch so jemand, der hatte Blutkrebs. Für den wäre es jetzt geil gewesen, aber damals war die Entwicklung noch nicht so fortgeschritten, der ist mit 19 gestorben.
Wegen Blutkrebs. Wann hat es bekommen? 7 oder 8 war er. Hat über 10 Jahre lang gekämpft. Hat immer wieder besiegt, immer wieder besiegt. Aber irgendwann hat der Körper keine Kraft mehr. Und dafür finde ich es geil, wenn du sowas hast. Dann kannst du dich einfach in die Kryostase legen, weil du hast sowieso nichts mehr vom Leben. Ja? Also legit. Du hast vielleicht deine 10 Jahre noch, aber du leidest in diesen 10 Jahren. Und dann finde ich es richtig geil, wenn du eine Möglichkeit hast, dich wie wörtlich gesagt auf Eis zu legen und in tausend von Jahren, auch wenn deine gesamte Familie schon tausende Jahre tot ist, kannst du dann eventuell durch eine Heilmethode geheilt werden und hast noch ein schönes restliches Leben. Und ich glaube, das wünscht sich jede Mutter und jeder Vater für sein Kind. Und sorry, du überlebst halt nicht, ne? Also deine Eltern im Regelfall, also deine Eltern überleben dich nicht im Leben, im Idealfall. Also du wirst immer länger leben als deine Eltern. Das ist eigentlich immer so, außer sie haben einen Unfall oder was auch immer. Und ja, und deswegen fand ich der Abgang von Deliora auch nicht schwer oder problematisch, weil klar, wie er zerbrochen ist, ist irgendwie dumm, weil das hätte passieren müssen, als man ihn aufgetaut hat. Aber wenn das so die Vorangehensweise ist, weil ich meine, der wurde ein paar Jahre weggesperrt. Ne? Klar, ich weiß nicht, ist der Liora wirklich ein Dämon oder gibt es Dämonen an sich in Fairy Tail? Ich weiß einfach, das sieht nach einem humanoiden Körper aus und rein vom Humanoiden her. Dass er jetzt sprichwörtlich zerbricht von innen nach außen. Das ist eigentlich, ja, komplett legit, muss ich sagen. Ja, Freundschaft ist schon echt was Schönes. Ach ja, die Dorfbewohner, sie sind hier trotzdem alle immer noch Digimons. Das hat nämlich hier einen anderen Grund. Weil er es aber keinen Bock hat, darüber nachzudenken, haut sie zusammen mit Natsu den Mond kaputt. Wodurch wir sehen, dass eine magische Barriere auf dem Dorf lag. Doch die Menschen bleiben hier immer noch Digimons. Sie waren nämlich schon immer Digimons. Aber ein böser Magier hat damals ihre Erinnerungen so verändert, dass sie geglaubt haben, mal vorher Menschen gewesen zu sein. Gut, so viel zu diesem Arc. Ein böser Bösi mit blauen Haaren schaut sich derweil alles in Ruhe an. Und er chillt hier sogar mit der Tochter von Grays Meisterin, nämlich Ultier. Also, wieder zurück bei der Gilde soll Natsu Grey Lucy. Nur ich glaube, das war damals noch nicht bekannt. Da hast du halt jetzt ein bisschen vorgegriffen, lieber Ruffy, weil eigentlich ist es ja so, dass Ultier erst später bekannt wurde. Ne? Und Happy ihre Strafe bekommen. Doch der nächste Arc steht schon vor der Haustür. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihre Gilde wurde nämlich geraidet. Da der Angriff aber nachts stattgefunden hat, wurde hier niemand verletzt. Ihr Master möchte deswegen keinen Gegenangriff starten. Und dazu wäre er sicherlich in der Lage. Er gehört nämlich zum Heiligen Kreuz. Ein Titel, der nur an die 10 krassesten Magier-Babas verteilt wird. Moment, habe ich das gerade richtig verstanden? Es wurde nachts angegriffen und da wurde niemand verletzt. Gerade dann, wenn alle pennen würden. Leute, dein Ernst? Rein von der Erzählung her kann es nicht stimmen eigentlich, aber ist okay. Ungefähr habe ich es noch im Kopf, wie es damals war. Aber ja, es war wirklich keiner drin. Aber ich weiß nicht mehr warum. Aber rein von der Erzählungsweise her dürfte das nicht so passiert sein. Also, wenn du mitten danach, wenn du schläfst, so angegriffen wirst, dann gibt's Tote oder zumindest Verletzte. Also, weil das Ding, also die Gilde sah aus wie ein Nadelkissen. Aber ist okay. Also, Makarov möchte hier den Streit mit der anderen Gilde Phantom Lord auf sich beruhen lassen. Derjenige, der für diesen Angriff verantwortlich ist, ein Magier, der Dragon Slayer Magie benutzt. Genauso wie Natsu, nur eben mit Eisen. Oh, was für eine besondere Magie! Die tritt bestimmt kein drittes Mal auf. Auf jeden Fall dreht der Dude dann ein weiteres Mal durch und kreuzigt einfach mal.
Levi und ihre beiden Sips, was Makarov dann mal so richtig zum Platzen bringt. Das mit Levi ist für Lucy übrigens echt traurig, weil die beiden eben offscreen besto friendos geworden sind. Sie wird dann aber von einem Phantom Lord Mitglied, nämlich Juvia, gefangen genommen. Der Rest der Bande haut dabei gerade einen Counter-Raid raus. Selbst Makarov macht hier so richtig mit. Weil Gargil das aber nicht so feiert, haut er hier sofort sahnig rein. Und dann gönnt er sich ein kleines Tänzchen mit Natsu. Weil Lucy aber entführt wurde, sind Makarov die Hände im Kampf gegen Phantom Lords Master Jose gebunden. Da ihm so seine magische Kraft entzogen wird, muss die Gilde einen Rückzieher machen, weil sie ohne Master chancenlos sind. Und hinter diesem ganzen Angriff steckt auch eigentlich Lucy. Jose, der Gildenmeister von Phantom Lord, machte mich hier auf dicke Jose und wollte Lucy wegen ihrer reichen Family für sich haben. Ihr Vater selbst hat nämlich den ganzen Suchauftrag überhaupt erst aufgegeben. Lucy beweist dann aber ganz einfach, dass sie stärker als Makarov ist und besiegt Jose. Leider kann sie dann nicht fliehen, weil ihre Haare nicht so lang sind wie die von Rapunzel. Sie will. Nette Anspielung an Rapunzel, aber. Bro, es ist keine Kunst, stärker als ein Mann zu sein, wenn du ihm in die Weichteile kickst. Also, nur mal so am Rande. Aber, ey, dann kann meine Tochter die Stärkste sein. Also. Na, meine Zweijährige. Die haut mir einmal in die Eier oder schlägt mir in die Eier und ich liege mal für 5 Minuten flach. Also, sorry, also beim besten Willen, das ist keine Aussage. Die ist nicht valide. Hier aber lieber geisselkeit werden, als zu ihrem Dad zurückzugehen. Also springt sie einfach. Jedoch hat Natsu seine Sommerferien bei den Kansas Chiefs verbracht und haut hier einen 1A-Catch raus. Problem ist nur, dass Makarov K.O. ist und die Gilde immer noch nach Stress sucht. Ihre einzige Hoffnung ist also Laxis. Dieser hat aber keinen Bock. Wie dem auch sei, die Gilde wird dann mal von einem super duper bösen Transformer angegriffen. Er sah aber zwar gerade duschen, aber die Gute geht einfach direkt ins Gefecht. Fairy Tails Ein-Frau-Armee tankt hier auch einfach mal so den Final Flash von Jose weg. Natsu hingegen klettert dabei in die Hausparty rein und findet dort videospielmäßig einen Gegner auf, der auf ihn wartet. Dieser kann ihn auch irgendwie steuern, weshalb Natsu sich dann selbst verdrescht. Die Sache ist nämlich die, der Typ hier ist einfach mal straight aus Avatar und kann einfach Feuer bändigen. Natsu frisst dann aber sein Feuer einfach mal weg und versucht es dann mal mit seiner Version der Attacke Aquaknarre. Erst danach kontert er den Zuko für Arme, indem er sich zwar selbst vermöbelt, aber auch den Typen trifft. Er nutzt dann nochmal die Gelegenheit, um die Riesenkanone zu zerstören. Aber ja, ich sag dir, das Ding hier ist ein Transformer. Also geht der Riesenschrotthaufen in die Fighter-Form. Sein Gegner wird dann übrigens auch von Grey und Elfmann abserviert. Und eigentlich könnte Midagen das Ganze hier auch easy regeln, weil sie ebenfalls eine S-Klasse-Magierin ist. Aber ein Flashback, der für uns Zuschauer noch nicht freigeschaltet worden ist, hält sie hier davon ab. Sie versucht es demnach mit Tokujutsu und wird in die Mangel genommen. Elfmann, ihr Bruder, stellt sich derweil in dem Ding dem nächsten Gegner. Mit seinem Rüstungshaki sollte das Ganze auch hier kein Problem sein. Dabei wird auch angedeutet, dass sie wohl ein Trauma haben, weil ihre kleine Schwester gestorben ist. Aber auf Tanjiro angelehnt bekommt er wegen seiner anderen Schwester erstmal ein fettes Onichan-Power-Up und wird so zu einem Riesenmonster, das dann den Dude hier kaputt hauen kann. Auch Grey bekommt hier seinen Gegner für den Arc, nämlich Juvia. Da sie Elfmans Form heißt, soweit ich weiß, Ganzkörper-Takeover. Nur mal so am Rande. Und ich glaube, bei Elfman war es so, dass er sich eigentlich zuerst nicht kontrollieren konnte. Und so als kleiner Mini-Spoiler vorweg, die Schwester ist nicht tot. Die wurde nur in eine Parallelwelt geportet. An der Stelle. Was sie aber gerettet hat, legit. Sie aber einen Crush auf ihn schiebt, gibt sie sofort auf. Weil Grey dann aber von Lucy spricht, weil er sie retten möchte, wird Juvia doch nochmal ziemlich sauer. Mit seinem Eis geht er dann gegen Juvias Wassermagie ganz schön baden. Okay, Grey schafft es dann zwar, sie einzufrieren, aber ihr Herz klopft deshalb noch heißer als je zuvor. Ja, mit einem weiteren Angriff kann er sie dann aber finishen und so seine Waifu fürs Leben gewinnen. Natsu bekommt. Wie soll auch eine Wassertante gegen einen Eistyp gewinnen? Ich meine, jeder Move wird eingefroren. Es ist so ein lostes Matchup. Also Wasser und Eis im Kombi, das ist richtig geil. Wenn du, ich meine,
wenn sie sinnflutartige Moves einsetzt und er das Ganze vereist, RIP Gegner. Also an der Stelle, ja, als Team absolut broken, als Kontrahenten gewinnt immer Gray eigentlich. Also es gibt fast kein Szenario, außer sie kann kochendes Wasser erschaffen, dann ist RIP Gray, aber sonst keine Ahnung. Kommt bei seinem Kampf zwar aufs Maul, aber Erza kommt ihm hier nochmal zu Hilfe. Und ihr Gegner will zwar Auge machen, aber Erza tut das, was sie mit allen Weeps tut, die sie anfassen wollen. Auf Lorna Zorro angelehnt zerschnibbelt sie hier. Spar beim Shoppen und beim CO2. Oh, schlaft ein bisschen. Sorry für das, ne? Aber das ist halt YouTube-Werbung. Und außerdem ist Sai Ruffy gegönnt, ne? Also ich gönne ihm jede Werbung eigentlich. Hier den Boy einfach. Nur geht danach leider ihr Akku alle. Da nur noch die Elite des Gegner besiegt wurde, dreht ihr Master durch und schickt Gargil in den Kampf. Und dann muss sie hier natürlich... Ey, da wäre jetzt Mois Einblendung eigentlich richtig. So Gargils Kopf ausblenden mit Mois Kopf. Ne? Ihr kennt ja sicher die Thematik mit Mois. Also, der ist für mich, also, das hat gerade so Mois-Vibes, dass er seine Frau, also, dass er seine Frau halb tot schlägt. Wenn man jetzt Lucy noch als seine Frau so ihren Kopf hinmacht, dann hat man genau das Szenario. Und dann fehlt nur noch, wie er hinläuft und sagt, sei froh, dass ich dich nicht getötet habe. Es ist schwer, sich zu kontrollieren. Hey, das ist so das neueste Meme, ohne Spaß. Und ich distanziere mich davon, dass ich sowas geil finde, also ne, was der macht. Ich finde einfach seine Aussprache, die ist zum Schießen. Das hatte ich schon immer, egal wie gewaltig jemand aussieht, egal was er macht. Wenn jemand ja, so einen geilen Akzent hat, es tut mir einfach leid, ich feiere den. Auch den spanischen, deutschen Akzent, den liebe ich richtig hart, also, oder den russischen Akzent, also, bei sowas da killt ihr mich, also, wenn ihr so mit mir redet, ich schwör, ich liege euch nebendran auf dem Boden und verreck vor Lachen, also, legit. Da könntest du mir die schlimmste Story erzählen. Im Kopf weiß ich, es kommt an, es ist schlimm, aber die Aussprache ist so geil, dass ich nicht anders kann, als mich einfach totlachen. Und dazu kommt noch, umso schlimmer das Thema, umso mehr lache ich, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Vielleicht kennt ihr dieses Phänomen, habt ihr vielleicht auch, ne? Also bei mir ist es immer so, wenn was Unangenehmes ist, dann lache ich. Zum Beispiel über meine ja, Kindheit, über, ne, mein vergangenes Zeug mit Missbrauch und so, kann ich lachen, kann ich reden ohne zu lachen, weil es für mich nicht mehr unangenehm ist, aber sobald für mich was unangenehm ist, dann lache ich. So, Freunde, weiter geht es. Und ja, ich habe Haare geschnitten. Sieht jetzt ein bisschen ansehnlicher aus, ne? Gefangen ist, macht sich Natsu auf den... Ich hoffe nicht. Bitte, hoffentlich dieses Mal. Wenn Sie sich sicher sein wollen, wählen Sie den Clear Blue Ultra Früh Test Digital mit SmartGuard Technologie, einer einzigartigen Kombination aus Merkmalen und über 99. Das brauchen wir nicht, ne? Mit den Freunden. Freunde, womit? Dem Weg, seine Waifu zu saven. Hose hingegen klatscht die Fairytale-Leute weg wie sonst was. Also muss Erza doch nochmal ran. Damit kommen wir aber zur Hauptattraktion in diesem Arc. Natsu vs. Gargiel. Und Mann ist der Bruder angepisst wegen der Sache mit Lucy. Zugegeben, der Raditz von Fairytale ist hier auch nicht ganz ohne. Natsu muss es hier auch irgendwie mit dessen Rüstungshaki aufnehmen. Und auf Dragon Ball angelehnt pfeffern sie sich auch hier einen heftigen Beam-Clash. Von denen beide üble Wunden davontragen.
Gajil hat aber hier immer noch den Heimvorteil. Er kann nämlich Eisenmampfen, um sich zu regenerieren. Gajil ist aber hier so nett und gibt Natsu auch etwas von seinem Eisen zum Probieren. Er geht also hier komplett unter. Aber dadurch sieht er, dass es seiner Gilde aktuell genauso geht. Und das triggert all seine Erinnerungen an die Gilde. Also greift er Gajil an und gewinnt diesen Kampf hier nicht, da er wieder voll aufs Maul bekommt. Aber Lucy hat hier ihr Pokémon im Pferdekostüm gerufen und dieses kann zufälligerweise auch ein paar Feuerpfeile abschießen. Natsu snackt sich also hier die kleinen Cracker und kommt wieder zu Kräften. Und mit einem sahnigen Uppercut into Kamehameha into Faust auf Gajils Eisenfressen-Kombo kann er hier den Kampf doch nochmal für sich entscheiden. Auf der anderen Seite hat die geschwächte Ersa keine Chance gegen... Und das meine ich. Woher kam jetzt der Aspol gerade? Er hat Erinnerungen verlor eigentlich. Da kam Lucy mit ihrem Feuerpferd aus dem Arsch rausgezogen, hat ihm Feuer zum Mampfen gegeben und er ist plötzlich wieder on point. Alles klar. Jose, außerdem revealed er seinen Grund für den Angriff. Er war salzig, dass Fairy Tail in der letzten Zeit so viel Cloud gewonnen hat. Das war's. Für Ersa sieht es hier aber doch nicht so schlecht aus, weil Makarov nun back in business ist und wohl seinen epischen Anime-Opa-Moment haben möchte. Und übrigens hat in der Zwischenzeit Mistugan jeden Außenposten der Phantom Lord Gilde komplett mit seinem Drip zerstört. Ist zwar eigentlich irrelevant, aber Mistugan ist einfach nur cool. Also, Makarov. Sicher wird er hier wieder Talk no Jutsu wie beim letzten Mal. Ja, Mann, Alter, der Typ wurde absolut Dudelsack-mäßig gerüstet. Seine Handlanger macht er dann auch übrigens mit seinen Gum-Gum-Kräften fertig. Wir erfahren dann auch, dass Gajil ebenfalls von einem Drachen namens Metallica ausgebildet wurde und dieser auch am gleichen Tag wie Natsus Ignil verschwunden ist. Und nach all diesem Stress Lucy zurückzuholen, entscheidet sie sich dazu, doch wieder zu Papi nach Hause zu gehen. Okay, gut, das stimmt nicht ganz. Sie geigt ihrem Dad nämlich eigentlich nur ihre Meinung und sagt, dass er von Fairy Tail auf die Fresse bekommen wird, wenn er nochmal so eine Aktion startet. Und danach ist endlich alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Bei einem weiteren Auftrag von Team 7 treffen sie auch auf ihren Gildenhomie Loki, der aber irgendwie sofort die Fliege macht. Scheint wohl schüchtern zu sein. Weil am Abend sich Gray, Natsu und Ersa ein Kissenschlacht Marineford liefern, trifft Lucy dann aber wieder auf Loki, der aber hier eine komplett andere Seite von sich zeigt. Er umarmt sie und sagt ihr, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Loki ist in Wahrheit nämlich ein Stellargeist, genau, immer noch in der Menschenwelt, obwohl seine Meisterin gestorben ist. Er konnte nämlich nicht in die Welt der Geister zurück, da er eben ein Verbot gebrochen hat. Weil Karen, übrigens passender Name für die Situation, also Lokis vorherige Meisterin, die andere Stellargeister, wie zum Beispiel Eris, wie Dreck behandelt hat, ist Loki komplett durchgedreht. Er kam also raus und weigerte sich dann, wieder zurückzugehen. Dummerweise kann man als Stellarmagier immer nur einen Stellargeist gleichzeitig besitzen und deswegen konnte Karen von da an nichts mehr tun. Weswegen sie dann nach einer Weile bei einem Auftrag ums Leben kam. Weil Lucy hier aber Loki nicht aufgeben möchte, versucht sie das Auflösen von ihm irgendwie noch aufzuhalten. Und so kommt sie beim Big Baba Stellargeistkönig an. Lucy hat dann auch so ein bisschen Talk no Jutsu rausgehauen, konnte den König hier überzeugen und hat deswegen mit Loki ein neues Pokémon dazu bekommen. Weil er auch so dankbar ist, spendiert er dem Team 7 hier auch einen netten Urlaub. Und naja, wie soll ich sagen, sie sind hier am Meer und Ersa bekommt einen Flashback. Als Kind wurde ihr nämlich schon immer gesagt, dass es keine Freiheit gibt. Ey, was soll ich machen? Wirklich, Eren Jäger ist einfach überall. Später treffen sie dann im Casino auf einen Minecraft-Charakter. Nennen wir ihn einfach mal Eki. Der ist jedenfalls auf der Suche nach Ersa. Und beim Yu-Gi-Oh!-Spielen trifft sie dann auch auf einen alten Bekannten. Gray wird dabei zwar auch von einem Riesenklotz genervt, aber... Das hat der jetzt nicht reingemächt, oder? Hier. Ey, wo war das? Sieben hier auch einen netten Urlaub.
Und naja, wie soll ich sagen? Sie sind hier am Meer und Ersa bekommt einen Flashback. Als Kind wurde ihr nämlich schon immer gesagt, dass es keine Freiheit gibt. Auch der Moment. Ey, was soll ich machen? Wirklich, Eren Jäger ist einfach überall. Später treffen sie dann im Casino auf einen Minecraft-Charakter. Nennen wir ihn einfach mal Eki. Der ist jedenfalls auf der Suche nach Ersa. Und beim Yu-Gi-Oh! Wollen die mich komplett verarschen? Alles klar. Alles klar. Haben die ihm Balls gegeben? Also, die Ruffy GmbH. Trifft sie dann auch auf einen alten Bekannten. Gray wird dabei zwar auch von einem Riesenklotz genervt, aber Juvia, wisst ihr noch, die auf Gray einen Crush geschoben hat, die ist wieder hier, unter dabei Grays Rücken. Der eine Typ haut also eine Sonnenblinde raus und so kann der andere die Kunden des Casino in Karten einsperren. Und wie es aussieht, sind das hier Ersas Ex-Freunde. Sie hat sie nämlich irgendwie verraten. Lucy wird also hier mal wieder bedroht und Ersa wirkt nicht wie sie selbst. Anstatt zu kämpfen, geht sie nämlich hier einfach mit. Es geht dabei nämlich zum Himmelsturm, den Ersa als Kind zusammen mit den anderen als Sklaven erbaut hatte. Dieser wurde damals auch gebaut, um die Toten mit Hilfe von schwarzer Magie wieder ins Leben zu rufen. Der magische Rat weiß auch schon über diesen Turm Bescheid und Sieglein findet ihn so gefährlich, dass er ihn so schnell wie möglich nuken möchte. Und dank Juvia kommt unser Squad dann auch mal über das Wasserlevel in das Turmlevel rein. Dazu gelingt es dabei auch, sich leise reinzuschleichen. Und da Ersa auch mittlerweile schon ausgebrochen ist, treffen sie dann sofort wieder auf sie. Also ach ja, ich hab vergessen, bei der Nummer eben, wo Ersa mitgenommen worden ist, wurde auch Happy entführt. Ja, es ist halt Happy, also es hat mich nicht gejuckt, was soll ich euch sagen. Jedenfalls müssen sie ihn jetzt irgendwie noch absaven. Natsu zieht also alleine los, während Ersa den anderen ihren weiteren Flashback droppt. Ohne Gerard wäre sie nämlich damals verloren gewesen. Dieser war nämlich immer für sie da. Er brachte ihr auch bei, dass sie für ihre Freiheit kämpfen muss. Also stellte sich Ersa irgendwann gegen ihre Sklavenhalter. Denn diese Schweine haben ihr sogar als kleines Kind ein Auge genommen. Also machte sie damals fett Auge. Sie zettelte einen Aufstand an und wollte Gerard befreien. Doch dieser hat sich dann völlig verändert. Denn als er gefangen genommen wurde und sein Hass immer größer wurde, suchte ihn ein Fluch auf, der sich ihm als Serre vorstellte. Parallel dazu hat sich ein legendärer Anime-Opi für Ersa geopfert. Er hat sein Leben für sie gegeben und durch sein Tattoo kam Ersa später darauf, Fairy Tail beizutreten. Dieser Tod an sich war auch nicht umsonst, da er Ersa nur noch stärker machte. Sie kämpfte sich damals durch und befreite auch Gerard. Aber wie erwähnt, war dieser dann nicht mehr derselbe. Zeref hatte ihn vollkommen übernommen und er sah die wahre Freiheit nur noch in Zerefs Welt. Er hat den Turm also dann vollkommen übernommen und den vorherigen Besitzer mal gezeigt, wer hier der Boss ist. Er hat er dabei zwar gehen lassen, aber ihre Freunde hat er weiterhin als Arbeiter für den Turm ausgenutzt. Sollte Ersa das damals die Regierung stecken, würde er sie dabei einfach alle auslöschen. Weil ihre Homies die wahre Geschichte auch nicht kennen, denken sie, dass Ersas Abgang ein klarer Verrat an sie war. Doch in Wahrheit hatte sie keine andere Wahl. Wir bei Braun haben den Anspruch, die so wie die Werbung, ne? Entwickeln, die mühelos jede Bartlinge mit Präzision meistern. Egal ob 1, 3 oder 7 Tage Bart. So wie der Braun Series 9 Pro, Testsieger bei Stiftung Warentest. Und der neue Braun Series 9 Pro Plus mit verbesserten Pro-Trimmer. Langlebige Qualität, jetzt mit 5 Jahren Garantie. Um schnell und effektiv Fett zu verlieren, musst du dich in einem Kaloriendefizit befinden. Wenn du aufgrund von Zeit... Ja, aber nicht. Der Name Zeref kommt hier Lucy als auch Gray bekannt vor. Die Flöte von eben stammt nämlich ebenfalls aus Zerefs Buch. Und auch Deliora wurde von diesem Zeref geschaffen. Da ihr Freund Cho hier auch alles mitgehört hat, bekommen wir auch mal mit, was Gerard ihn damals eingetrichtert hat. Angeblich soll Ersa nämlich durch die Magie durchgedreht sein und ihr Fluchtschiff zerstört haben, damit sie alleine flüchten kann. Ihr anderer Homie, Simon, wusste das aber schon die ganze Zeit über. Er hat hier nämlich all die Jahre auf Ersas Rückkehr gewartet. So checkt der durchgeknallte Bro auch mal, was für ein Idiot er war. Und beim Versuch, Happy zu retten, bekommt Natsu in seinem Katzen-Cosplay, ja, frag nicht, von Minecraft-Dude echt viel auf die Fresse. Aber naja, Happy rettet dann Natsu, der gerade versucht, Happy zu retten. Und durch die Ablenkung kann er dann nochmal seine Ehre im Kampf wiederherstellen. Aber gut, ist alles halb so schlimm, denn der Big Bad in diesem Arc hat noch 3 weitere Handlanger. Er lässt unsere Leute auch wissen, dass der Rat kurz davor ist, den gesamten Turm hier
zu nuken. Gerard möchte auch Ersa als Opfer benutzen, um die dunkle Magie in Gang zu setzen. Ersas dummer Homie Sho denkt hier auch, er könnte alles alleine lösen und verwandelt sie in eine Karte, um sie zu beschützen. Natsu fängt dann auch mal an zu cheaten und fliegt den ganzen Turm dann außerhalb hoch. Ein Vogel hält ihn dabei aber auf. Doch Simon steht ihm hier ehrenvoll zur Seite. Er bekommt hierbei natürlich sofort auf seine Eisenfresse. Sein Gegner ist auch ein professioneller Attentäter, was Natsu hier natürlich nur noch mehr anspornt, ihn in den Arsch zu treten. Da Gray auch schaut, was mit Ersa ist, bilden Juvia und Lucy ein Team, um Natsu zu supporten. Leider wird ihr Weg aber von Bootleg Metallica Boy blockiert. Und Mann, seine Fähigkeit sind seine Haare. Er kann sogar Juvias Wasser absorbieren. Nicht nur das, mit seiner Magie kann er Juvia auch irgendwie auf seine Seite ziehen. Und was ist dabei ihre erste Amtshandlung? Ja, Lucys Top vollkommen zerfetzen. Doch auch wenn Lucy hier komplett untergeht, kann Juvia mit ihr kommunizieren, wodurch Lucy klar wird, dass Juvia ihr eigentlich nicht wehtun möchte, da sie die Leute von Fairy Tail mittlerweile, beim Stalken von Ray, lieb geworden hat. Lucy haut hier also die Five Head Plays raus und nutzt Juvias Wasser, um Aquarius zu beschwören. Und zusammen können sie den Death Metal Boy aus dem Leben spülen. Währenddessen ist Natsu auch auf dem besten Weg, sich einen nice Bucket KFC zu grillen. Wobei, nee, nicht ganz. Irgendwie verläuft der Kampf genau andersherum und Natsu wird hier gefressen. Glücklicherweise kommt dabei Gray vorbei. Aber auch ihm geht es nicht wirklich viel besser, denn die Eule kann jetzt sogar das Feuer von Natsu benutzen. Doch diese Flammen kommen noch lange nicht an die von Natsu ran. Gray kann hier aber einfach nicht aufgeben. Der Bruder kämpft zwar mit Eis, aber sein Herz schmilzt dahin, wenn er an eine kleine Ersa denkt, die einsam war und deswegen geweint hat. Um ihre Kameraden also zu retten, zeigt er alles, was er drauf hat und schickt die Eule auf die Bretter. Ihnen bleiben dabei auch nur noch ein paar Minuten, bis der Rat den Turm vernichtet. Und dadurch spielen sie auch Gerard in die Karten. Denn er selber hat sich jahrelang als Mitglied im Rat ausgegeben, um eben hier sein Ziel zu erreichen. Er war nämlich derjenige, der befürwortet hat, dass das Ethereon überhaupt erst in Einsatz gebracht wird. Erst kommt schon nämlich bei der dritten von Gerards Truppe an. Weil er übelst reinkackt, kann sich Ersa auch hier aus ihrer Karte befreien. Aber selbst ihre super duper Fanservice-Rüstung kann es hier nicht mit ihr aufnehmen. Den anderen Rüstungen von Ersa geht es dabei auch nicht wirklich viel besser. Nicht nur pullt sie deshalb ihre krankeste Form raus, nein, diese Rüstungsform ist auch ein Blick auf ihr Herz. Sie zeigt nämlich nie Emotionen, weil sie eben Angst davor hatte, nicht stark genug zu sein. Doch nun lässt sie nicht nur ihre Rüstung am Körper, sondern auch ihre Rüstung am Herzen fallen. Sie hat hier nämlich die Kraft der Freundschaft. Die Kraft der Freundschaft-Rüstung kann man nämlich nicht sehen. Sie existiert nämlich nur im Herzen. Man kann sie nicht berühren, sondern lediglich spüren. Oh Mann, das war der Fairy Tale-mäßigste Satz, den ich jemals gehört habe. Damit steht. Oh ja. Das kann auch nur von Ruffy kommen, ne? So ein Satz. Sie sich gleich danach Gerard. Sie hat hier auch einen richtigen Lauf. Gerard kommt so mit dunkler Magie um die Ecke, aber sie kann ihn schnell schachmatt setzen. Doch das ist irrelevant, da das Ethereon gleich einschlagen wird und Gerards Plan vollendet. Er hat nämlich alles verloren und sieht sein Paradies nur noch darin, sich und Ersa zu opfern, um mit dem Turm und der Magiemenge des Ethereon Zeref wieder auferstehen zu lassen. Er kann Ersa aber davon überzeugen, dass er einfach nur seinen Weg verloren hat. Weil sie ihm also nicht früher helfen konnte, will sie nun für diese Sünden bezahlen und zusammen mit ihm draufgehen. Der Final Flash schlägt also ein und Gerard haut seine klassische Antagonistenlache raus. Sein Plan ist nämlich hier eisenmäßig aufgegangen. Er hat das Ethereum nämlich einfach so absorbiert. In Wahrheit besteht der Turm nämlich aus einem magischen Kristall namens Lacrima. Dieser hat nun die gesamte Energie speichern können. Ja, er hat Ersa, den Rat und alle anderen komplett gedribbelt. Denn Gerard und Sieglein waren schon immer dieselbe Person. Dadurch bekommt er auch hier mal seine vollen magischen Kräfte zurück. Ersa hat hier also keine Chance mehr und Gerard nimmt sie fest, um ihren Körper zu opfern, damit er eben Seraph Edo tänzeln kann. Aber was wäre ein Fairy Tale Arc ohne einen knackigen Natsu-Fight? Er crasht also hier nochmal ihre Party. Er knockt Ersa dabei auch aus, weil sie ihn natürlich beim Kämpfen nur aufhalten würde. Aber für seine Freundin will er hier Gerard platt machen. Obwohl dieser nun extrem mächtig ist, schafft es Natsu tatsächlich mitzuhalten. Er gibt Gerard hier ordentlich viel zum Abwehren. Aber das Ganze schaltet hier eigentlich nur Gerards Fighter-Outfit frei.
Ja, Natsu hat hier überhaupt keine Chance. Jira ist einfach viel zu schnell und seine Angriffe haben einfach zu viel Power. Er kann ihn aber dribbeln, da er ausnutzen kann, dass Jira aufpassen muss, nicht den Turm zu zerstören. Auch Erza wacht hier wieder auf und macht sich die Situation zunutze, da Jira sie ja immer noch als Menschenopfer für Seraph braucht. Gut, Jira juckt das Ganze dann doch irgendwie nicht mehr und er haut eine finale Attacke raus. Dabei möchte sich Erza auch für Natsu opfern. Doch bevor sie es tun kann, opfert sich hier Simon für Erza, die sich für Natsu opfern wollte. Und verdammt, ich kann es nicht fassen, der Dude stirbt hier einfach wirklich. Rest in peace, Bruder. Simon, wir werden dich nie vergessen. Dich und deinen fetten Bohrer in der Hose. Es ist, glaube ich, einer der einzigen Charakter, die auf der guten Seite standen und verreckt sind. Die man auch mochte, so. Oder gibt's sonst noch einen? Ich glaube nicht. Weil der andere Simon, naja, den anderen Bora. Wenigstens kommt Natsu damit auf einen Geniestreich. Er snackt sich hier nämlich einfach mal den Magiekristall. Das Ganze ist zwar extrem gefährlich, aber boostet Natsu hier auch extrem stark. Und dadurch bekommt Jira richtig fett was in seine Magengrube. Natsu macht ihm hier auch klar, dass er selbst gefangen von seinem Wunsch nach Freiheit ist. Junge, hättest du Natsu einfach mal ein Gespräch mit Eren gegeben, dann hätten wir uns die ganzen Staffeln sparen können. Jedenfalls fetzt Natsu Jira hier komplett weg. Dragon Slayer Magie ist halt auch einfach absolut cool. Der Kampf ist damit zwar gewonnen, aber weil der Turm wegen der immensen magischen Energie instabil wird, geht er gleich hoch. Erza puckert hier aber auch hoch und verschmilzt mit dem Ethereon, um es zu kontrollieren. Sie war zwar hier bereit, für ihre Freunde zu sterben, aber da wir einen Flashback davon bekommen, dass sie nach dem Vorfall damals ein künstliches Auge bekommen hat, ist es ganz klar, dass sie natürlich hier überlebt. Und wie ein Mann von einem Mann trägt Natsu hier Erza zurück zur Gilde, womit ein weiterer großer Arc zu Ende geht. Und nach dem Wiedersehen mit ihren ganzen Freunden kann Erza mit der Vergangenheit abschließen und nach vorne blicken bei dem wunderschönen Anblick des Meeres. Ja, schade, dass das nicht für jeden Anime-Charakter gilt. Wir bekommen damit auch mit, dass Jira im letzten Arc nicht von Seraph selbst, sondern von seiner Komplizin gedribbelt wurde, nämlich Ultia. Sie hat ihn nämlich 8 Jahre lang für ihre Zwecke benutzt. Das Ding ist nämlich, dass niemand Seraph wieder zum Leben erwecken kann, da der Boy immer noch am Leben ist. Vorerst machen wir mal weiter mit dem neuen Gildengebäude. Das wurde ja im letzten Arc geschrottet. Jetzt haben sie es wieder aufgebaut und sogar Merchandise. Ich meine, die haben eine Lucy-Figur, die man sogar ausziehen kann. Und auch Juvia ist nun ein offizielles Fairy Tail-Mitglied. Aber nicht nur das. Gajin hat zwar die gleiche Frise wie Raditz, aber ist relevanter als für nur einen Arc. Er ist von nun an auch Teil ihrer Gilde, weil er heftigen Deep Talk mit Makarov hatte. Und deswegen haut er auch ein kleines Ständchen für sie raus. In der Zwischenzeit dreht einer der Top-Magier von Fairy Tail durch. Laxis ist nämlich extrem sauer, dass sich alle anderen immer so über seine Gilde lustig machen. Unglücklicherweise trifft er kurz Zeit später auch auf Gaji. Der Boy ist zwar nun einer von den Guten, aber das interessiert Laxis hier nicht wirklich. Eigentlich hatte er auch seine Redemption, weil er sich eben offscreen von Jet und Droid verprügeln lassen hat, um die Sache aus dem letzten Arc wieder gut zu machen. Doch gegen Laxis hat er hier wirklich keine Chance. Dieser ist hier so voller Zorn, dass seine Attacke beinahe Levi getroffen hätte. Doch auch mit seinen Wunden hat sich Gajil hier davor gestellt. Laxis ist dabei sogar so wütend, dass er die Gilde nun an sich reißen will. Obwohl er als Kind zu seinem Opa immer aufgeschaut hat, will er diesen nun das nehmen, was ihm am meisten bedeutet. Sein Team arbeitet hier aber strategisch. Laxis greift hier nämlich während der Fanservice-Passage an. Evergreen, eine von Laxis Squad, nutzt das Ganze hier aus, um bei der Wahl zur Miss Fairy Tail alle Girls in Stein zu verwandeln. Und mit seinen anderen beiden Homies, Fried und Big Slow, will er nun der neue Master von Fairy Tail werden. Was für Big Slow, ey. Das ist ein dummer Name. Er nimmt hier die Mädels als Geisel und macht den ganzen Kampf zu einem Spielchen. Natsu denkt zwar, er könnte schnell gewinnen, aber wird dabei komplett weggebrutzelt. Sie haben hier auch nur 3 Stunden Zeit, weil Laxis sonst die Geiseln kaputt gehen lässt. Fried hat dabei auch eine Barriere errichtet, die Leute, die über 80 Jahre alt sind und Statuen nicht gestattet, die Gilde zu verlassen. Damit ist ihr Master also raus. Überraschenderweise aber auch Natsu. Ich meine, gut, er ist hartnäckig wie ein Stein, aber deswegen zählt er doch nicht gleich als Statue. Oder steckt da ein anderer Plot dahinter? Okay, jedenfalls sieht es hier ziemlich schlecht aus, weil die Kämpfer von Fairy Tail hier dazu gezwungen werden, gegeneinander zu kämpfen.
Also gehen sie so einer nach dem anderen down. Nat sieht das Ganze aber gelassen und eben als Gelegenheit herauszufinden, wer der Stärkste ist. Luxus ist zwar nicht sein bester Freund, aber auch Natsu weiß, dass Luxus niemals da durchziehen würde, die Geiseln umzubringen. Weil Elfmann dann noch übelste Flashbacks bekommt, dass seine Schwester in Lebensgefahr steht. Denn hier nochmal als kurze Randnotiz für euch, seine andere Schwester ist ja bereits gestorben und das wird ganz sicher nicht einmal wichtig für den Plot. Jedenfalls dreht er durch und verwandelt sich hier in den Hulk. Aber Luxus' Waifu Evergreen hat damit keine Probleme. Selbst Grey ist hier im Kampf gegen Big Slow ordentlich am struggeln, weil er nämlich durch die Runenmagie von Fried ebenfalls beeinflusst wird. Er wird hier gedribbelt und kann keine Magie mehr wirken, wodurch er natürlich aufs Maul bekommt. Das bringt Makarov auch hier fast zum Aufgeben. Doch Gaji scheint doch noch fit zu sein und er will sich nun um Luxus kümmern. Doch auch er kommt irgendwie nicht durch die Barriere durch. Weil Fairy Tail damit die Kämpfer ausgehen, sieht es wohl danach aus, dass sie gleich völlig verloren haben. Denn nur noch Gaji und Natsu sind hier übrig geblieben. Natsu wärmt also Ersa auf und diese bricht so auch wieder auf. Weil, naja, ihr künstliches Auge die Magie von Evergreen wohl geschwächt hat. Ja, das nehmen wir mal so hin. Aber Ersa kann uns eigentlich egal sein, weil nein. Baba aller Babas zurück ist. Es wird Zeit für die Drippy-Rückkehr von Mystogan. Auf ihrem Weg zu Luxus schiebt zwar Evergreen Stress bei Ersa, aber selbst im kürzesten Rock dieser Welt gelingt es Ersa hier nochmal ordentliche Schellen zu verteilen. Sie droht auch hier damit, sie komplett umzubringen, aber das Ganze wird natürlich nur ein Bluff, um ihr komplett die Ehre zu nehmen. Durch diesen Sieg werden auch hier die anderen Girls wieder freigelassen. Das triggert Luxus aber natürlich extrem, weswegen er seinen Cheatcode auspackt, nämlich Donnerlacrimas, die als weitere Bedrohung dienen sollen. Falls sie nämlich nicht schnell genug sind, jagt er hier die gesamte Stadt hoch. Aber ich bin mir sicher, dass Fairy Tail Sniper das Ganze ziemlich easy regelt und die Dinger runterschießt. Ja, vergiss das wieder. Wenigstens hat Levi ihre Hausaufgaben gemacht. Zum einen kann sie nämlich mit ihrem Po-Boogie-Woogie einen Husbando fürs Leben gewinnen und zum anderen kann sie, was vermutlich wichtiger ist, die Barriere umschreiben. So kommen Gajil und Natsu wieder nach draußen. Auf der Suche nach Luxus trifft Lucy dann auch mal auf Big Slow. Offensichtlicherweise hat sie hier natürlich keine Chance. Aber ihr neues Pokémon aus dem letzten Arc, nämlich Loki, ist hier rechtzeitig zur Stelle, um sie zu retten. Er übernimmt auch hier die Puppenmagie von ihrem Gegner, damit Lucy sich um Big Slow selbst kümmern kann. Da dieser körperlich auch nicht so krass ist, funktioniert das Ganze sogar recht gut. Aber er aktiviert dann einfach mal sein Sharingan. Bei Augenkontakt könnte Big Slow Lucy hier wie seine Puppen steuern, aber Lucy hält hier durch und vertraut Loki den Kampf an. Sie hauen hier also eine Dragon Ball Z würdige Lösung mit der Sonnenblende raus und auf diese Weise kann Loki Big Slow ablenken als auch kaputtboxen. Kana und Juvia stellen sich derweil auf Fried. Da er aber eine Rune craftet, die besagt, dass eine von beiden erst den Raum verlassen kann, wenn eine von ihnen K.O. geht, zeigt Juvia mal, dass sie das Herz am rechten Fleck hat und nutzt eine Lacrima von Luxus aus, um mit ihrem K.O. gehen Kana zu befreien. Kana kann ihr Opfer dabei aber nicht ausnutzen, weil sie gegen Fried keine Chance hat. Sie wird zwar in Richtung Elfmann geworfen, aber der ist ja auch völlig kaputt vom Kampf gegen Evergreen von vorher. Seine Schwester dient hier auch nur als Stütze. Wobei, das Ganze stimmt nicht. Elfmann wird hier nämlich komplett fertig gemacht und das triggert hier Mira Janes Erinnerungen über den Tod ihrer Schwester. Und das macht sie wütend. Sehr wütend sogar. Wodurch sie sich in ihre Dämonenform verwandelt. Und jetzt würde ich rennen. Der längste Running Gag auf diesem Channel ist halt echt kein Gag mehr, sondern ein Fakt. Denn mit ihrer legendären Son Gohan Locke nimmt sie Fried völlig aus dem Leben. Und hier auch sowas ähnliches raus, aber Mira Jen beendet diesen ganzen Kampf easy mit ihrem Kamehameha. Bevor sie aber völlig die Kontrolle verliert, besinnt sie sich wieder zu ihrem eigentlichen Wesen. Schließlich gehören sie alle zur gleichen Gilde. Auch wenn sie sich aktuell zwar streiten mögen, sind sie immer noch eine Familie. Damit kommen wir auch zum Finale, da nur noch Luxus übrig ist. Übrigens hat Makarov auch wegen der Sache mit Luxus einen Herzinfarkt bekommen
und liegt gerade im Sterben. Wodurch wir auch einen Flashback bekommen. Laxus hat es nämlich damals schon satt, im Schatten seines Opa zu stehen. Außerdem erfahren wir, dass Makarovs Sohn, also Laxus Vater, wohl damals einen anderen Pfad gewählt hat und deshalb auch von Makarov aus der Gilde verbannt wurde. Und damit bekomme ich endlich mal das, worauf ich gewartet habe. Endlich sehe ich meinen richtig spicy, drippy Mysto-Gun-Fight. Laxus weiß hier auch etwas mehr über Mysto, was ihn extrem sauer macht. Er eiert also gar nicht weiter rum und pullt sofort seine stärkste Magie. Diese nuke den Donnerpalast und fängt Laxus auch in ein Genjutsu ein. Laxus glaubt dann zwar, dass er den Kampf gewonnen hat, weil er das Genjutsu durchschaut hat, doch Mysto-Gun wollte ihn von Anfang an nur für seinen nächsten Angriff platzieren. Er stellt ihm hier also eine Falle. Laxus tankt den Angriff hier aber einfach weg und für Mysto-Gun sieht es nun ziemlich schlecht aus. Weil Laxus nämlich auf die Maske geht, genau dann, als Erza und Natsu dazugestoßen sind. Und naja, wie soll ich sagen, scheint wohl so, als wäre Gerard wieder back in business. Er sagt zwar hier, dass er nicht Gerard sei, aber macht danach sofort wieder einen Abgang, also schon so ein bisschen sass. Diesen Schock nutzt Laxus auch hier für den eigenen Schock aus, den Erza zu spüren bekommt. Also kümmert sich hier Natsu um Laxus. Aber verdammt, der Bruder bekommt hier so richtig was auf seinen Dudelsack gepfeffert. Ich meine gut, er hält sich hier schon echt wacker, aber Natsu ist nur noch in der Defensive. Aber kaum schon, als würde Titania sich von einem Schlag fertig machen lassen. Natürlich ist sie hier auch als Rückendeckung dabei. Außerdem hat sie eine Donnerrüstung in petto, um Laxus zu kontern. Doch in Wahrheit hat sie diese aus einem anderen Grund an. Sie vertraut hier nämlich Natsu den Kampf an und kümmert sich um die Donnerlacrima, die gleich hochgehen werden. Erza greift also hier alle Lacrima gleichzeitig an und auch die Gilde hilft mit. Gray ist nämlich noch da und hat ihren Discord Heini gefunden. Er verbindet also hier alle Mitglieder und droppt ein fettes at everyone, weswegen sie dann zusammen die Lacrima zerstören können. Natürlich bekommen sie hier aber dafür all ihre eigenen Attacken zurückgeworfen. Erza hat davon natürlich die meisten übernommen. Aber unsere Miss Fairytale bekommt niemand so schnell klein. Nicht einmal ein Meteor. Aber dazu kommen wir noch. Damit schreit es also nun nach einem großen Finale. Aber Laxus geht hier aufs Ganze und Natsu hatte ja eben schon keine Chance mehr. Also geht er hier weiterhin unter. Bevor aber Laxus Finalattacke Natsu erledigt, kommt Gargil hier dazu. Der Himmel ist zwar zu klein für zwei Drachen, aber da Laxus diesen gleich sprengt, ist es wohl okay, für die beiden hier ein Tag-Team zu bilden. Die beiden geben hier also alles, um den Fake Dragon Slayer fertig zu machen. Und Mann, Laxus ist ein richtiger Elden Ring Bossfight. Egal wie viel die beiden ihm entgegenwerfen, er steckt einfach alles weg und geht einfach in die nächste Phase über. Und ja, ihr habt eben richtig gehört, Laxus ist ebenfalls ein Dragon Slayer Magier. Er ist hier ein Fake Dragon Slayer, weil er nicht von einem Drachen ausgebildet worden ist. Er hat seine Dragon Slayer Magie bekommen, indem eben ein Lacrima in seinem Körper installiert worden ist. Nichtsdestotrotz habe ich hier zu sagen, oh, was für eine besondere Magie, die tritt bestimmt kein viertes Mal auf. Darüber hinaus hat Laxus, genauso wie Makarov, eine legendäre Technik ihrer Magiergilde drauf. Er möchte hier nämlich alles mit der Magie Fairy Lore hochgehen lassen. Und selbst als er erfahren hat, dass sein Opa im Sterben liegt, hat er hier nicht damit aufgehört und Fairy Lore losgelassen, um eben alle umzubringen. Das Ganze hat hier aber absolut gar nichts ausgelöst. Da Laxus nämlich tief in ihm drin niemanden umbringen möchte, zeigt Fairy Lore hier keine Wirkung. Laxus ist ja lediglich in seinem engstirnigen Denken gefangen und greift deshalb weiter an. Natsu wird aber so langsam dumm gelaufen, ne? Und stellt sich ihm hier wieder entgegen. Dabei bekommen auch beide auf die Fresse. Auch wenn Natsu immer wieder und wieder zu Boden geht, steht er dabei immer wieder auf. Und macht Laxus immer wieder klar, dass sie alle zur gleichen Gilde gehören und damit eine Familie sind. Diese Worte berühren hier sogar Gargil und lassen ihn dadurch neue Kräfte schöpfen. Natsu holt hier also für eine deftige Kopfnuss aus und kommt dann mit einer völlig neuen Technik daher. Er konnte mit seinen Worten nämlich nicht nur Laxus mentalen Panzer brechen, nein, auch mit seiner neuen Technik kann er hier Laxus körperlichen Panzer brechen. Und das feiert er hier natürlich mit einer stolzen Siegerpose. Dem alten Sack Makarov geht es danach auch wieder gut, aber ihm bleibt hier keine andere Wahl, als seinen Enkel zu verbannen.
Aber natürlich ist dies hier kein Abschied für immer, da Makarov vor Laxus Abreise beim Fantasyland das gleiche Zeichen benutzt, was er Laxus schon als Kind beigebracht hat. Dieses Zeichen bedeutet, dass auch wenn Makarov ihn erst nicht mehr sehen kann, wird er im Herzen immer bei ihm sein. Laxus mag zwar einen Fehler gemacht haben, aber das nur, weil er die Gilde stärker machen wollte. Und einmal Fairy Tail heißt immer Fairy Tail. Daraufhin sehen wir, dass Gajil aktuell bei Laxus Vater Ivan chillt, der diesen dann auch mal die ganze Nummer von seinem Sohn erklärt, dass er eben einen Lacrima in seinem Körper implantiert hat. Offenbar arbeitet Gajil hier auch als Spion für eben Ivan. Aber das Ganze stimmt nicht ganz, denn in Wahrheit ist er ein Doppelagent für Makarov. Lucy trifft dann auch mal wieder auf ihren Vati, der offenbar pleite gegangen ist und sich für alles entschuldigt. Aber das war nur eine Masche, er ist nämlich immer noch ein Arschloch und will Geld von Lucy. Weil er das nicht bekommt, zeigt er sein wahres Gesicht und zieht ab. Lucy bekommt dann auch mal mit, dass die neue Gilde ihres Dad angegriffen wird, weswegen sie ihm doch nochmal aus der Patsche hilft. Dann entschuldigt er sich mal richtig bei ihr. Er wollte nämlich zur Gilde Love Lucky zurückkehren, weil er dort damals Lucys Mom kennengelernt hat. Dabei erfährt sie auch, dass Lucy nach dieser Gilde benannt worden ist. Mit diesem Ereignis kommen wir zum nächsten Arc. Die dunkle Gilde, Orashian Says, schiebt nämlich Eier. Sie war... Ja, da machen wir morgen weiter. Also beispielsweise gleich für euch, für mich morgen. Es ist gerade 2 Uhr geworden. Ja, und jetzt sind wir gut schon etwas über. Warte mal, wie lange war die Folge vorhin? Schon 40 Minuten, also gut 2 Stunden sind wir schon dran. Mit meinem Geblubber. Ja. Von daher, ja, wir werden es in 2 Teile aufteilen. Werde dann wahrscheinlich im 2. Teil auch den Anfang nochmal einblenden. Und dann werden wir vorspulen bis an, ja, an unser gewähltes Ziel. Wahrscheinlich geht die Folge... auch schon so 3 Stunden, das wird lustig. ja. Auf jeden Fall. Weil ich weiß eben nicht, wie sich das verhält mit Rechtlinien-Strikes und so weiter. Nicht wegen Ruffy oder so, weil er hat ja die Bilder selbst nicht. No. Aber ich wollte es kurz erwähnt haben. Dass wir das wahrscheinlich in 2 Teile machen. Weil ich kann das Ganze nicht in einem Run durchziehen, weil dann geht das Ganze, ja, was soll ich sagen, locker 7 Stunden, 8 Stunden. Wäre auch dumm. Ich würde es am besten in 2-3 Teile hochladen. Ja, mal schauen. Vielleicht lade ich diese Szene auch schon hoch. Und wenn ihr noch Bock habt auf den nächsten Teil, sagt Bescheid, Freunde. Ja, ich glaube, wir machen das mal so. Und dann sehe ich auch, wie es sich verhält. Ob ich weggeflaggt werde von... vom Eigentümer oder nicht. Nicht von Ruffy allgemein. Ja, werden wir sehen. Tüdelü. Yeah.